Der Feind muss noch hier sein. Schrei! Kein Cover! Okay, ich würde sagen, ich versuche es einfach unaufmerksam abzuhauen. Oh fuck. Zickzack! Zickzack! Oh, ich bin falsch. Oh fuck. Abhauen. Warte mal, nein. Ich muss hier jetzt irgendwie raus. Na klar. Natürlich. Oh, bitte, jetzt sag mir nicht, dass ich alle drei nochmal machen muss. Dann wäre ich echt ein bisschen sauer. Es war so klar. Es war so klar. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Cool, was ist da passiert? Ich will es gar nicht wissen. Ich will es überhaupt nicht wissen, weil es mich nicht juckt. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. What did Sadiq say to you? I just talked to him. He said to be ready to move out. We're almost done here. Okay, das Ding ist, ich glaube, die ersten beiden weiß ich jetzt, wie ich es mache, ohne dass ich erwischt werde. So, jetzt habe ich hier eins.
Abschnitt ist vielleicht jemand. Ich könnte hier Hilfe gebrauchen. Fuck. Alles klar. Oh shit. Was entdeckt? Nichts. Hier ist nichts. Grenade, take cover! Er muss dort sein. Okay. Oh shit. Geh weg. Er versteckt sich. Wirf eine Granate und treib ihn raus. Ich brauche Deckung. Alles klar. Los. Achtung, Granate. Wenn das so weitergeht, bringen die sich selber um. Oh Mann. Nicht gut. Ich komme hier glaube ich nicht mehr weg. Oh, fuck. Where'd he go? Help me out here. Was genau? So, wo muss ich jetzt hin? Das ist mal eine gute Frage. Oh shit. Okay, ich glaube, ich hab's. Das sieht gut aus, oder? Ah ja.
Abwehr wieder. Im Bunker versucht jemand auf das Konto des Verteidigungsministers zuzugreifen. Wenn Sadiq diese Daten bekommt, ihr müsst ihn aufhalten. Koste es, was es wolle. Kümmere mich. Keine Bewegung! Stehen bleiben! Mach dann jetzt. Wieso zirkuliert hier keine Luft mehr? Die Belüftung ist aus. Ich will keine Probleme, ich will Lösungen. Wie sieht es bei den Geiseln aus? So. Wir beide wissen, dass du mir alles verraten wirst. Sie bekommen keinen Zugriff. Sie könnten Amerika vernichten, einen Weltkrieg beginnen. Aber Kriege interessieren mich überhaupt nicht. Ich will die einzige Waffe, die noch zählt. Informationen. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Du hast doch gar nicht die Wahl. Du darfst dir nur aussuchen, wie weh es tut, bevor du tust, was ich sage. Leck mich! Es ist jemand im Bunker. Spezialeinheit. Zuerst den Ringfinger. Nein, 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 nein! Ich habe bestimmt die ganze Zeit Briggs gespielt, deswegen hat er auch seine Mütze auf. Wollen wir wetten? Naja, obwohl, das Messer ist schon seins, wa? Du bist wirklich hartnäckig. Ich wusste es. Wo ist Fischer? Genau hinter dir. Und jetzt werde ich Geisel im War Room? Kleiner Hinweis für dein Team. Für wie dumm hältst du mich? Festhalten. Ich war nie ein Freund subdermaler Funkgeräte. Viel zu schmerzhaft. Ich habe deinen Kollegen, Fischer. Lass uns in Frieden. Und ich lass ihn am Leben. Ich glaube, Fischer ist auch schon lange drin, wa? Mitnehmen. Fischer lässt ihn niemals zurück. Geiseln transportbereit machen. Bravo, wir bringen die Geiseln zum Tunnel. Oh Gott, bitte, helft mir! Was ist nur in dich gefahren? Der verblutet uns und stirbt. Gib mir die Aderpresse. Oh, die ganze Hand ist weg, Alter. Nimm lieber die andere Hand. Nein, nein, nein! Bitte, hört auf! Er wird aufhören. Wenn du willst, dass er aufhört. Oder er nimmt dir noch diese Finger und deine Zehen. Sogar deine Zähne! Nein! Ich gebe euch, was ihr wollt. Wieso opferst du die Hand? Jetzt übertrag die Datei. Das habe ich mir auch gerade gedacht, Alter. Wenn schon, hätte ich entweder jetzt komplett die Fresse gehalten oder ich hätte gleich alles gesagt, was ich weiß. Nein, tun Sie es nicht! Es tut mir so leid. Ich fürchte, du hast das nicht zu Ende gedacht. Das riskierst du nicht. Wieso auch? Willst du ihn töten? Das kannst du doch gar nicht. Okay. Tut mir leid. Oh, shit. Nein! Oh, shit. Was zum Teufel? Er hat den Verteidigungsminister umgebracht. Oh!
Waren da nicht eben schon die Lampen von Sam? Oder war ich? Zu eurem Flugzeug. Helft ihm hoch. Hier spricht Majid Sadiq, der Anführer der Männer in Bunkeranlage F. Wir kommen mit unseren Geiseln raus. Wir lassen sie gehen, wenn wir freies Geleit erhalten. Jeder Angriff auf uns wird Erschießungen zur Folge haben. Gib ihn mir. Er hat den Verteidigungsminister einfach mal umgebracht, Alter. Voll krass, ey. Vorsicht, da werden Scharfschützen sein, die nur auf einen Fehler von euch warten. Das ist Sam. Oh Mann, wie konnte dämlich sein und wegrennen? Ich weiß, du kannst nicht antworten, Sam. Wenn die Denver verlassen, ist alles aus. Halte ihn unbedingt auf. Durchsucht das Flugzeug, sobald wir an Bord sind. Erschießt jeden, den ihr findet. Okay. Oh shit. Sam, Briggs hat erwischt. Okay. Sadiq, hol dir Sadiq. Du verblutest hier. Bring es zu Ende, Sam. Scheiße. Grim, Briggs braucht einen Sanitär. Es ist aus! Nein, das ist gerade erst der Anfang! Ha. Scheiße. Wo steckst du? Oh shit. Du hättest weglaufen sollen. Fischer! Okay, ich hab rein gar nichts. Alles klar, gut zu wissen. Komm schon. Schön, okay. Das wird jetzt also so ein behindertes Katz-und-Maus-Spiel, ja? Naja, gut, okay. Oh fuck. Shit. Ich dachte, die liegt vor der Deckung und nicht direkt neben mir. Wie soll ich das denn jetzt machen? Wieso habe ich eigentlich Briggs mal ein Gewehr gegeben, Alter? Hätte ich ihm das nicht gegeben? Komm schon. Kann ich nochmal zurück und mir das Gewehr wiederholen? Oh fuck. Ich hab die Granate nicht gemerkt. Ich will das Spiel doch nur durchhaben. Das wird doch bestimmt der letzte Kampf jetzt. Mach doch mal hin, bitte. Abgehen, jo. Wo steckst du? Heiner. War das gerade echt so einfach? Das hätte ich nicht gedacht. Was ist mit mir denn jetzt los, Alter? Ich hab ihn doch angeschossen, nicht er mich. Geh mal nicht wie so eine Muschi, Alter. Mach mal hin jetzt. Oh, das gibt's doch gar nicht, oder? Oh, shit.
Okay, 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 okay. Es ist vorbei. Denkst du, das endet mit mir? Ja. 12 Nationen stehen hinter den Engineers. Hinter mir! Seid ihr bereit für 12 Kriege? Töte mich! Töte mich! Und diese Nationen werden sich erheben. Stell mich vor ein Gericht. Dann werde ich jedes verdammte Geheimnis verraten, das ich in Erfahrung gebracht habe. Ich habe längst gewonnen. Es gibt immer eine andere Option. Okay. Ich konnte mich jetzt nicht entscheiden, oder? Hä? Okay. Also ich konnte mich jetzt nicht entscheiden, ob ich ihn umbringe oder töte, ne? Umbringe oder töte, ja. Umbringe oder gefangen nehme, ne? Ich konnte jetzt nur sagen, Fifth Freedom. Oh, was ist überhaupt Fifth Freedom? Oder Fifth, die fünfte Freiheit. Englisch. Bö. Habe ich jetzt irgendwie verpennt oder wurde das noch nicht so genau erklärt? Was passiert denn nun? Und wie viel Schuss passen da rein? 20 ins Standardmagazin. Finger vom Abzug, du ballerst noch ein Loch ins Flugzeug. Entspann dich. Hey, Briggs! Was wird das? Meine Knarre? Ja, wieso ist er nicht im Käfig? Freue mich auch, dich zu sehen, Briggs. Er gibt mir nur ein paar Waffeninfos. Gehör fast schon zum Team, was? Glaub das, wenn's dich glücklich macht. Willkommen zurück, Briggs. Schön, dich zu sehen, Grim. Was passiert? Sie machen's offiziell. Dass die Vereinigten Staaten eine Operation durchgeführt haben, bei der Majid Sadiq, der Anführer der Terrororganisation Engineers, getötet wurde. Du bist der erste Tote, mit dem ich rede. Wer bist du? Fangen wir nochmal von vorne an. Wir danken den tapferen Männern und Frauen, deren unermüdlicher Einsatz die Terroristen zur Strecke gebracht hat. Die Welt wird nie erfahren, was sie taten. Ihre Namen werden in Vergessenheit geraten. Doch die Entbehrungen, die sie auf sich nahmen, werden wir niemals vergessen. Hä? Habe ich nicht verstanden. Also offiziell ist Sadiq jetzt tot, aber eigentlich lebt er noch und irgendwie irgendwas hat jetzt Vic mit ihm zu tun. Verstehe ich nicht. Bin ich ganz ehrlich, verstehe ich nicht. Das ist ein Ende, was ich nicht begreife. Ja. Ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht ganz begriffen. Okay. Hey Bob, Sarah, ich bin's. Dad, tut mir leid. Ich warte jetzt immer, bis ich weiß, wer anruft. Es gab eine Schießerei in der Nähe und... Verstehe. Ich wollte dir nur sagen, dass ich bald nach Hause komme. Es ist vorbei. Es ist wirklich vorbei. Geht's dir gut? Und Onkel Vic und Anna und... Wir haben ein paar neue Narben, aber wir leben noch. Oh Gott, schön, das zu hören. Ich hatte solche Angst, Dad. Alle hatten Angst. Ich hatte auch Angst. Aber verrat's keinem. Wow, ich dreh noch durch. Du meinst es ernst, Dad? Es ist vorbei. Kein Amerika-Staub? Oh, diesmal nicht. Und auch in Zukunft nicht, dafür sorge ich. Auch in Zukunft? Du bleibst bei ihm? Behältst den Job?
Du weißt, dass ich es muss. Aber ich komme zurück. Ich komme immer zu dir zurück. Ja. Das weiß ich, Dad. Ich hab dich lieb. Wir sehen uns, wenn du nach Hause kommst. Cool. Ja, also ich hab's nicht so ganz begriffen. Das Ding war doch jetzt, hätten wir ihn umgebracht, wäre quasi ein Krieg mit 12 verschiedenen Nationen gegen Amerika ausgebrochen. Wahrscheinlich. Hätten wir ihn gefangen genommen, hätte er vom Gericht alles, jedes Geheimnis, was die Amerikaner je hatten, ausgeplaudert. Jetzt haben wir ihn also leben gelassen, schicken ihn nicht vor ein Gericht, aber offiziell ist er trotzdem tot. Ich meine, bricht er nicht trotzdem ein Krieg aus? Oder ist er zwar offiziell tot, aber den anderen Nationen sagen wir, er lebt noch? Oder was? Oder wie? Ich finde das gerade ein bisschen... Nee. Aber egal, ja. Das war's dann mit dem Spiel. Ich habe jetzt doch noch relativ... Ja, 3 Stunden habe ich gebraucht. 3,5 Stunden, glaube ich. Ja, mal gucken, wie ich die Parts schneide, damit ich quasi die ganzen Videos noch rausbringe, bevor es mit Assassin's Creed 4 Black Flag losgeht. Und dann würde ich sagen, bis dann und haut rein. Ja, und wenn ihr mögt, könnt ihr natürlich den Videos oder dem Video einen Daumen hoch geben. Wenn ihr nicht mögt, dann lasst es bleiben. Falls euch irgendwas gefallen hat, oder eher, sagen wir es eher, wenn euch was nicht gefallen hat, schreibt es in die Kommentare, damit ich es beim nächsten Mal besser machen kann. Ihr wisst ja was. Ihr wisst ja, wie ihr helfen könnt, damit meine Videos besser werden. Oder so. Ja, ich war in Verabschiedungen nie so gut. Also, bis dann, haut rein und ciao. Bis die Tage. Fuck, da kam noch was. Weg. Das war alles? Okay, als ich gesagt habe, da kam noch was, dachte ich, da kommt jetzt wirklich noch irgendwie was, aber... Sam, ich glaube, Charlie arbeitet halt ein Maul. Ich will mit dir gar nicht reden, ich will... Warte mal, jetzt muss ich kurz überlegen. Ich glaube zwar nicht, dass er hier ist, aber man kann ja mal gucken. Kann es sein, dass... Hey. Der Typ jetzt da gefangen genommen ist, wo vorher Dings war? Nein, ich glaube nicht. Hey. Corbin ist immer noch hier drin? Corbin. Warum ist er immer noch hier? Okay. Nach allem, was ich für euch getan habe, willst du mich jetzt freilassen? Nein. Und das hast du dir selbst zu verdanken. Komm, ich habe das Flugzeug gerettet, meine Kunden verraten, was denn noch? Genau. Du hast dich als nützlich erwiesen und bleibst schön hier. Das ist ein Witz, oder? Ich weiß. Hab mich auch ziemlich überrascht. Heißt das, ich gehöre zum Team? Yeah! So nützlich warst du auch wieder nicht. Oh. Das wär's erstmal. Moment mal, wo willst du hin? Wir müssen noch über meinen Arbeitsvertrag reden. Okay, ja gut. Also, das war's dann. Bis dann. Haut rein. Ciao.